So, damit willkommen zurück zur Arena und zusammen mit Hackedy gehen wir zu den 12-2. Hi. Oder? 12-2? Ja, 12-2. 12-2, The Dream. Ja. The Dream. Also, Dream ist 12-0. Nee, ja, das ist nicht möglich. Ja, jetzt nicht Träume mehr. Sind noch Träume sind noch realisierbar sein. Echt? Ich dachte, Träume sind Träume, weil sie nicht realisierbar sind. Nein, Träume sind sehr, sehr, sehr schwer zu realisieren, aber sie sind zu realisieren. Okay, darf ich dann nichts Unmögliches träumen? Nein. Okay. Jetzt spiel ich gegen Jäger. Gegen Rexar. Wie heißt der? Seid auf der Da 9070 Family. Ah ja, okay. Alles klar. Was? 1997? Zum Beispiel eine 97 drin. Das ist. Kann ich rechnen. 17? Ja. Ah, heißt ja auf jeden Fall nicht, dass er dumm ist. Wenn man selbst über die 18 hinten aus ist, denkt man sich so: Boah, das sind drei Jahrgänge nach mir. Das ist ja voll jung. Ach nee, das ist ja fast volljährig. Das ist immer so komisch. Okay, er hat da eine 974 drin. Aber ich nehme das 4 jetzt mal einfach als 4 Family. Das heißt, diese 97 nehme ich das einfach mal an. Dann sind es zu mir hin zum Beispiel 5 Jahre. Wo ich mir halt ab und zu nur denke, okay, alles klar. Ich könnte vielleicht sogar wieder gewinnen. Das ist ein Jäger. Mich selbst. Und der hat gerade 0 Card Draw. Überhaupt nicht. Und ich konnte mit einer Waffe, das heißt nur 2 Mana kosten, 2 Einheiten von ihm zerstören. Ich habe jetzt 5 Handkarten, den Feendrache auf dem Feld und er hat nur 4 Handkarten. Das könnte ja interessant werden, oder? User Oh, hallo Manele, willkommen in der Aufnahme und ich heiße auch dich noch willkommen im Arena-Match. Du musst nicht flüchten, stört mich nicht, stört auch die Leute sicherlich nicht. Stimmt, ich habe mir gedacht, warum will ich den Chill nicht wechseln? Ja. Scheiß drauf. Ey, ich muss doch was sagen, was ich hier angekündigt habe. Hi. Ja, hi. Komm, hi. Lautstärke mal anpassen. So. War leise, oder? Ja, ein bisschen, er ist ja immer so dieser Chiller. Ja, bei mir ist er, keine Ahnung, er wechselt die Lautstärke, wenn ich immer krank. Echt, warum? Weiß ich nicht. Manchmal schreit er extrem. Okay. Ja, ich versuche mich gerade in Arena, Manele. Dazu muss ich sagen, beim ersten Mal bin ich mit 0-3 rausgegangen. Dann habe ich Aufnahmen gemacht bis 0-2 und dann habe ich mir gedacht, okay, Hackedy, komm, Glückspilz, du kommst jetzt zu mir. Und jetzt stehe ich gerade 2-2. Ja. Ist auch nicht besser. Ist besser. Oh, jetzt lass die Hunde los. Genau, jetzt komm, lass die Hunde los raus. Und noch ein Waldwolf hinterher. Ich bin Meister Tentakel und gebe dir etwas von meinem Talent. Jetzt kommt der auch. Ich bin froh, wenn etwas von Meister Tentakels Talent auf mich abfroht. Ja, genau. Genau so in etwa. Oder so, ach, ich hab Spongeboss so. Spongeboss. Ja, du hast. Oh Gott. Spongebob schon so lange nicht gesehen. Los geht's. Ich mag Spongeboss übrigens nicht mehr. Hat nur ein Video mal von. Ja, die Quali hat einen halt überrascht. Mehr war's aber auch eigentlich ja, nicht. Ja, das Problem ist, prinzipiell hat er immer einigermaßen gut weiterhin abgeliefert, aber es war doch zu ähnlich. Im ersten Mal hebt es sich extrem ab, aber danach ist es irgendwie das gleiche Konzept immer. Das ist dann doch langweilig irgendwann und nervt sogar teilweise. Manele, dich bräuchten wir irgendwann mal wieder für MW2. Das hatten wir im letzten Part noch gesagt, dass wir irgendwann mal wieder ein 3 und 3 brauchen. Okay. Da können wir irgendwann mal noch vernünftige Spieler gebrauchen. Vernünftige, oh je. Meine Augen sind offen. Oh mein Gott, das könnte gerade. Muss ich mir ja Zielwasser kaufen, das geht ja gar nicht. Das könnte gerade echt ein 3-2 werden, ne? Ich glaub's nicht. Hackedy, bleib länger hier. Bleib uns Nein. länger halten. Okay. Problem ist, wenn ich jetzt hier selber zocke, ich hüpfe hier nur doof hier in der Gegend herum. Ich meine, ich kann mich nicht auf nichts. Ich meine, Manele haben wir sowieso den, der ja sowieso bei egal was er bekommt, Glück hat. Egal bei welchen Spielen es sein mag. Wett.
Nicht alle Skill, ja. Ich habe Skill im Items bekommen. Ja, sowas zum Beispiel. Oh, sehr schön. Warum? Da liegt ein 4-5er Fury, aber leider Gottes habe ich Attentat. Das heißt, es neigt sich gerade wirklich dem 3-2 entgegen. Noch 3 Leben. Ah, Jäger ist auch keine gute Wahl für Arena. Halte ich nicht viel von. Viel zu viel abhängig davon, wann du welche Karten kriegst, welche du überhaupt beim Arena kriegst und dann noch, dass du den Board Control lang genug aufhalten kannst, also aufrecht erhalten kannst. So. Safe Picks sind eigentlich, Mage ist auf jeden Fall der safeste Pick. Ja, ich denke auch. Weil er auf Standardkarten am besten basiert und Standardkarten kriegst du eigentlich immer. Wobei ich auch viele sehe, die den Druiden sehr gut spielen können, weil dann ist es eigentlich egal, ja, welche Standardkarten du spielst und dann wertest du sie halt einfach auf. Genau, den mag ich auch. Ein Prankenhieb kriegst du auch so auf. Ein Prankenhieb ist geil. Natürlich. Na, was Hala ist das? Geht. Ah. Hala ist auch ganz okay. Okay, 3 Wins. Ah, nice. Dann gucken wir doch mal, wie das Vierte aussieht. Aber. Ich selbst würde Schurke nicht nehmen, aber ja, ist auch gute Wahl sonst. Was sagst du, 12-2 ist vielleicht doch gar nicht mal so schlecht tendiert? Sagen wir beim 3-2, alles klar. Ich glaube nicht, dass du über 6-2 kommst und das ist schon gut. Also 6, 5 oder. Oh, ein Mage. Okay, 3-3 ist Ende. 3-3 ist Ende. 3-3, der Dream. Ja, 3-3 dürfte Ende sein, weil das ist ein Mage. Mage ist kacke, kotzt mich an. Am besten haut er jetzt noch die Kombo raus wie Mana-Wurm, Coin und Spiegelbild und dann bin ich sowieso am Arsch. Dann machst du einfach einen Crit. Ja, ich glaube auch. Oh nein, er lässt mich spielen. Okay, Feendrache. Sehr schön. Zumindest habe ich die Counterkarte gegen den Mage auf der Hand. Nix Frostbolt, nix Heldenfähigkeit, nix Niente Nada. Okay. Los geht's. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Ah. Okay, ich habe jetzt die Wahl. Passt auf, Leute. Mir gegenüber steht ein Armani-Berserker. Ich habe eine Waffe. Ich könnte Meucheln aktivieren und ihn mit der Waffe zerstören. Das würde aber bedeuten, ich verliere 5 Leben. Oder ich benutze tödliches. Wie viel Leben hast du denn? 30. Oder ich benutze tödliches Gift, mache aus meiner 1-2er Waffe eine 3-2er und zerstöre ihn so. Verlieren 2 Leben. Geht also um 3 Leben. Neues. Und Mäuschen könnte ich noch behalten. Für den nächsten Turn vielleicht. Du hast also mit dem tödlichen Gift haust du einen potenziellen Damage mehr raus. Ja, das heißt, ich würde ihn nicht in den Enrage schicken. Das heißt, er würde direkt sterben. Es tut mir leid. Ja. Ja, doch, ich glaube, ich würde das tödliche Gift machen, weil Meucheln ist für sehr viele Situationen gut genug. Ja, besonders, ich habe auch noch einen Agent auf der Hand. Dann passt das Meucheln eigentlich ganz gut. Ja, Combo, ja. Ja, das klingt ganz gut. Das Beste ist, ich habe auch noch den Braumeister auf der Hand, so dass ich mir danach den Agent zum Beispiel auch einfach wieder auf die Hand schicken kann. Hm. Okay, mein Gegner hat mir jetzt insgesamt 3 Leben abgezogen. Und was ziehe ich? Den Share des irdenen Rings. Alles klar. Spielen, würde ich sagen, ne? Deine Augen sind offen. Oh, aber diesmal steigert sich ein bisschen im Jahrgang, Hekini. Jetzt haben wir eine 87 da stehen. Ich bin bereit. Ich nicht. Moment. 27. Das. Oh, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Hackedy, es liegt ein 4-4er Ogre-Magier. Also, Meucheln, 2 Schaden weg. Agent, 2 Schaden weg. Und tot. Schön. Dann tun sie so. Ja, hab ich getan. Pass auf, jetzt kommt bestimmt, wenn er 7 Mana hat, Flamestrike. Kurz bevor ich ihn down kriege, kommt Eisblock und Eisblock und Flame Strike. Ohne Sonnenläuferin. Komm, Attentat, 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 Attentat. Nein! Nein, doch. Oh. Erstmal silenzen.
Eure Magie wird euch nicht retten. So, erstmal gesilenced. Natürlich. Los geht's. Okay, wir sind im sechsten Turn, er hat noch 12 Leben. Und er kann kein Flamestrike machen, weil er gerade schon die Coin benutzt hat. Jetzt bin ich gespannt, was er rausholt. Wenn er nichts tut, dann ist die Runde meine. Oh, friert einen Charakter ein. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Weißt du was? Ich wasche ihn jetzt einfach. Ja, ich wasche ihn jetzt einfach. 3, 6. Hat er noch 2 Leben. Aber. Scheiße, wenn jetzt der Flamestrike kommt. Ah, ich habe hier noch den Braumeister. Ich kann den Agent zurück auf die Hand geben. Auf jeden Fall. Das war's. Das dürfte dann damit sprechen, das 4-2 sein. Hackedy, du bist ein toller Glücksbringer. Bleib hier. Gut. Die ganze Zeit. Gut gespielt, sagt er. Ja, okay. Surrender. Also 4-2. Ah, komm, sind 11 Minuten. Ah, ein Rush-Win geht noch. Kriegen wir hin. Mit 5 Wins bin ich zufrieden. Ja, 6 wäre echt schön. Weil ist halt dann, dass man Gold rausbekommen hat. Ist es immer noch so, oder? Nee. Man kriegt das Gold schon lange nicht mehr raus. Für 5 oder 6 Wins. Ja, also ich glaube, man braucht jetzt schon 7, 8 Wins, damit man das Gold wieder rauskriegt. Bleu. Oh, schon wieder ein Match. Valera gegen Jaina. Ich habe wieder ein Match. Aber ich habe schon wieder einen Feendrache auf der Starthand. Heute läuft's ein bisschen. Level übrigens gerade den Hunter weiter, was nichts ausmacht. Ja, oh Gott, who cares? Was soll man machen, ne? Ja. Ja, der Champion kommt mir gerade überhaupt nicht passen. Jetzt habe ich den Champion bekommen. Gegen einen Mage. Der drückt mir doch sowieso irgendwann später das Schaf rein. Bitte spiel nicht den Mana Worm. 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 Ich rieche Blut. Okay, der Worgenspitze. Der Wongspitzel ist übel als Startkarte. 2-1 mit Stealth. Und egal, meistens spielt man ja sowieso ein Zweierleben im Turn mit der Coin. Wäre nicht Stealth, hätte ich meine Waffe benutzen können. Aber so kann er halt jetzt einfach seine Einheiten traden. Ist halt ein bisschen doof. Das stimmt. Bevor ihr euch jetzt die Frage stellt, ey, du hättest ihm 3 Schaden machen können mit dem Ansturm, er hat leider aber auch nur ein Leben. Und ein 3-1er Ansturm gegen einen Mage, das muss nicht sein. Kein bisschen vorteilhaft. Das Beschwörungsportal ist geöffnet. Oh, der kommt gerade sehr gut. Der kommt gerade sehr gut. Winzige Beschwörerin. Was kommt jetzt? Forstbolt? Nein, Elfenbogenschützin und Heldenfähigkeit. Och, sag mal. Das darf doch nicht wahr sein. Los geht's. Spiele ich den Agent ohne den Combo-Effekt, dann laufe ich Gefahr, in den Frostbolt zu rennen. Aber die 2 Schaden kann ich später sowieso nicht mehr drücken. Und ich habe Kopfnuss und eine Waffe auf der Hand. Ja, komm, ich spiele ihn. Ja, so gut wie erledigt. Bestimmt kostet mich das jetzt den Sieg. Weil ich ihn später hätte irgendwann 2 Leben abziehen können oder so. Oh, mein Gegner heißt übrigens Grid. Alles klar. Doofes Spiel. Nee, nicht doof, aber
Ah ja. Knappe, mir zur Seite. Hey, und tschüss. Bereit, mein Herr. 10 Bock drauf. Okay, so langsam übernehme ich überhand, was das Feld angeht. Wir haben ja im Moment Speedrunners für Rage. Ja, genau. Das reicht mir. Ja, haben wir die Folge eigentlich aufgenommen, wo ich so richtig scheiße drauf war? Weil ich total übermüdet war? Nee. Nö, nee, eigentlich nicht. Ich habe ja auch, glaube ich, sogar gewonnen teilweise. Spoiler, vielleicht nicht? Nein, kein Spoiler. Oh. Mehr Hardstone Pass als Speedrunners. Oh. Also wenn ihr Hacke die übel Ragen hören wollt, dann macht Speedrunners an. Boah. Ich dachte, die haben das nicht aufgenommen als... Ragen schust du so gut wie immer. Ach. Wann ragest du mal nicht? Lighting ist kein Ragen. Alles klar. Darf ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ah, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ah. So viele Möglichkeiten. So viele. Ah, und jetzt kommt's sogar von meinem Schurken. Super, passt da. Du hast ihm nachgesprochen. Nein, vor. Boah. Ich frage mich. Los geht's. Ein bisschen böse, was ich jetzt gemacht habe, weil kann auch ziemlich in die Hose gehen für mich. Aber naja. Scheiß drauf, jetzt liegt ein 4-1er und ein 3-1er auf dem Feld. Und jetzt kommen arkane Geschosse und trifft bestimmt beides. Pass auf. Wobei, ich habe ja Hecke die hier, ne? Gegen ihn funktionieren meine arkane Geschosse ja eh nicht. Dann funktioniert sie ja. Er hat gar keine Karte geschossen. Ich bin so gut, wenn man mich dabei hat, treffe ich Arcane Geschosse den Gegner. Ja, bestimmt. Ich selbst. Wir müssen den Sonnenbrunnen läuten. Das ist Mad Bomber Secret. Arcane Geschosse. Ja, das kann bestimmt der Fall sein. Kostet meinen Stahl! Kostet meinen Stahl! Mit einem Hackedischen Matrix-Fehler. Los geht's. Ah, er hat noch 6 Handkarten. Und ich hab noch 5. Und eine 3er-Waffe. Und er spielt ein Secret. Oh ja, bitte, 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 lass es mich kriegen. Scharlachrote Fanatikerin, und jetzt kopier sie bitte. Kopier sie. Er kopiert sie nicht, scheiße. Weil danach hätte ich einen Blutritter gespielt. Das wäre heftig gewesen. Das wäre ziemlich übel ausgegangen. Komm, greif wie immer direkt an. Ja, okay, er kriegt 8 Rüstung. Ja, er kriegt 8 Rüstung. Nimmt man so ein Secret in der Arena? Ich weiß schon gar nicht, warum man sowas sich selbst vorher reinpackt. Weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er nur 5 Handkarten. Und ich denke, ich werde das Gottesschild erstmal noch aktiv halten. Weil wenn ich jetzt den Gottesschild für den Blutritter opfer, dann hat er zwar 6-6, aber der wird bestimmt mit einem so Fireball... Viele Möglichkeiten. Ja, ich warte noch. Komm. Oh Gott, der Part ist ja gerade mal Überlänge hier. Das ist schon mal 19 Minuten, ich lasse mir gerade zu viel Zeit hier. Das könnte daran liegen, dass ich gerade in Arena ein bisschen vorankommen möchte. Weil du denkst, ich renne jemand weg. Nein, weil ich mir selbst ins Bein beiße, weil ich gerade so schlecht Arena spiele. Komm, hol irgendwas Großes raus. Magierin, der Kirin-Tor. Und Verteidiger von Argos. Sonst bist du nicht gerade ein bisschen bescheuert oder so, ne? Hm.
Okay, Meuchel. Dann ausweiten. Dann der Trade. Und der Champion. Oh, komm. Jetzt kommt bestimmt Sheep. Sheep oder Fireball? Wenn er das jetzt eins von den beiden hat, dann bin ich ziemlich gefickt, weil ich habe noch drei Handkarten. Okay. Raketenschützerin. Halt an, stumm, wenn die eine Waffe trifft. Gut, Ritter. Oh, das ist knapp, das ist übel. Wie gut, dass nur das Rendern von dem Video so lange dauert und nicht das Hochladen. Ja, das kenne ich. Umgekehrt. Du kannst mir gerne noch deinen Rechner geben, dann bin ich mit beiden zufrieden. Rendern und Hochladen. Wo du mir dein Internet gibst. Boah, hol ich mir neues. Onyxia. Onyxia. Hol ich mir einen neuen PC. Onyxia. Ja. Okay, Attentat auf Onyxia. Und? Oh, nee, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Warum das denn nicht? Weißt du, ich hätte auf den Kopfnuss gemacht. Oder wie auch immer das. Ist das Kopfnuss? Ist das Kopfnuss das, wo man die eigene? Ich hab Kopfnuss noch. Lasst einen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren. Ja, genau. Meine letzte Handkarte. Das ist bei Onyx ja richtig super. Dann schießt er alle seine Welten erstmal ins Nichts und holt sich neue. Deswegen habe ich das auch nicht getan, aber weißt du, was er getan hat, nachdem er noch vier von den scheiß Drachen da liegen hat? Den scheiß 5-5er zu spielen. Der plus 1-1 für jede Einheit erhält. Aber den werde ich ihnen jetzt gleich zurück auf die Hand schicken. Dann solltest du das Board kriegen. Oh Gott, Sonnenzornbeschützerin. Bring jetzt die 1-1er Taunt. Das ist die, die beiden benachbarten Diener einen Spot gibt. Hey. Macht er das auf 1-1er Dinger oder? Auf wen? Das hat er gerade auf den 1-1er und auf den 8-8er gemacht. Also kommt der 8-8er weg. Eure Magie wird euch nicht retten. Los geht's. Und er hat noch vier Handkarten und ich keine mehr. Das hat er echt gut gedreht mit Onyxia. Scheiß Onyxia. Wieso kriegt man auch eine Legendary in einem Arena? Genau, und eine Sonnenläuferin noch. Das war der Town mit Gottes Schild? Ja. Okay. Ich setze es auf eure Rechnung. Eure Magie wird euch nicht retten. Die Runde ist ätzend. Und wieder ein Spott. Und der Frostwolf Kriegsfürst. Noch eine Runde. Los geht's. Scheiße, ich habe noch 10 Leben. Das war's. Ja, ich habe keine Karte mehr in meinem Deck, womit ich ihn in einem Zug besiegen könnte. Ja, komm.
3 oder was? Ja. 4, 3. Ach, 4. Ja, 4, 3. Dann gucken wir doch mal, was der tolle Schlüssel uns bringt. Magnaros. Erstmal 3. So, ein Pack, 20 Gold und 50 Gold. Magnaros, in Gold. Und jetzt das Pack. Golden und selten, jawoll. Zumindest irgendwas zum Enchanten. Sehr schön. Lichtbrut, Stille. Da hättest du auch eine epische Karte bekommen. Das ist ja scheiße. Eiskältefalle für den Jäger, Stille und Lichtbrut für den Priester und den entfesselten Elementar für den Schamanen. Alles super Karten, die man so gebrauchen kann. Ja, dann danke fürs Zuschauen bei den Arena Ones und wir sehen uns dann bei den nächsten Parts wieder. Bis dann. Ciao. Oh.